Hauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Hamburger, nach heldenhaftem Kampf, nach unermüdlicher Arbeit für den deutschen Sieg und unter grenzenlosen Opfern ist unser Volk dem an Zahl und Material überlegenen Feind ehrenvoll unterlegen. Am 3. Mai 1945 wurde Hamburg kampflos an die Briten übergeben. Mit diesem Entschluss verhinderte Gauleiter Kaufmann weitere Zerstörung und weiteres Blutvergießen. Die Kapitulation wurde von vielen Hamburgern mit großer Erleichterung aufgenommen. So kam es zu den ersten Begegnungen zwischen den Engländern und der Hamburger Bevölkerung. Dann hier in Hamburg wachten wir dann auf, eines 2 Tage später, glaube ich, oder so. Und da hieß es plötzlich, hier die Engländer sind in Hamburg. Hamburg ist kampflos übergeben worden. Wir können ruhig weiter schlafen. Und da war der Krieg für uns zu Ende. Also wir waren so dankbar und waren diesem Streichsstatthalter, dem Kaufmann, so dankbar. Der hatte sicher Scheußliches am Stecken, aber das hat er fabelhaft gemacht. Es war also eine solche Befreiung, dass ich jetzt noch weiß, wie Zentner von mir abfielen. Wir haben Frieden. Ich habe sie gesehen auf dem Fenster im Saal, in der die Post sortiert wurde. Da habe ich am Fenster gesessen mit meinem Bruder und habe sie gesehen, Panzer, Jeeps, wie sie die Eppendorfer Landstraße rauf und jeweils an der Hauptkreuzung stellten sie dann einen Panzer hin. Und ich war bedrückt. Wie geht es weiter? Natürlich war ich bedrückt. Und gegen Abend standen sie plötzlich vor der Tür. 3-4 Engländer mit einem Offizier, Maschinenpistole umgehängt und besetzten die Post. Das war ja verständlich. Es war ein öffentliches Gebäude, ging durch den Wählersaal, ging durch die Fernsprechvermittlung. Und ja, waren sehr freundlich und nett. Ich verstand nämlich ja kein Wort. Aber da war nichts von Feindlichkeit oder so. Sie waren, glaube ich, genauso aufgeregt wie wir auch. Bei Einbruch der Dunkelheit durfte keiner mehr auf der Straße sein. Die Engländer fuhren also mit einem Jeep, mit einem MG drauf, fuhren die durch die Straßen. Und wenn sich irgendwo jemand aufhielt, dann konnte das passieren, dass sie sofort schießen. Sie hatten also wirklich Heidenangst. Und weil das hat sich dann schnell gelegt. Wir wohnten dann auf dem Heiligen Geistfeld. Wie gesagt, wir hatten eine alte Flakbaracke von den Flaksoldaten, die auf dem Bunker stationiert waren. Da waren standen nur noch die Grundmauern und durch Schwarzmarktgeschäfte, was heißt mit von Speck, gab eine Scheibe und so wurde, kriegten wir also wieder ein Dach auf dieses Ding rauf. Wie gesagt, mein Vater war ja schnell da und dann wohnten wir auf dem Heiligen Geistfeld in dieser Flakbaracke. Wir waren erleichtert. Die Gewissheit. Ab morgen schläfst du durch. Unvorstellbar. Man musste ums tägliche Brot wirklich kämpfen, aber man vergaß nicht die Freunde und die Verwandten und die große Suche ging los. Wer lebt noch? Wer ist wo? Da waren ja die Rote Kreuzstellen, wo man also erfahren konnte, wen man suchte. Die waren immer überfüllt mit Nachfragenden, die alle wissen wollten, wo ihre Angehörigen abgeblieben sind oder auch Freunde, Entschuldigung. Nein, es wurde weniger über die erlebte Geschichte gesprochen, sondern vielmehr über was machen wir nun. Es kam Gewitter im Sommer 1945. Wir haben also um den Tisch getanzt praktisch vor Glück, dass es nur Donner war und keine Bombenangriffe, keine Bomben. Geräusche und so etwas war. Jedenfalls hatte ich plötzlich Hungerödeme an den Beinen, die behandelt werden mussten. Und das waren Eiterstellen, die von der Fußsohle bis oben hin zum Becken gingen.
und mussten jeden Tag gesäubert werden und damit war verbunden ein täglicher Verbandwechsel. Und weil ich das als Kind, als dreijähriges Kind schon so schrecklich fand, weil ich wusste, wenn die Ärztin kam, habe ich mich immer in ein kleines Zimmer verzogen und mich versteckt und habe mir diese Verbände selber abgemacht. Und das habe ich noch bis heute in Erinnerung, wie ich in der Ecke saß und mir diese Verbände von den Beinen runtergezogen habe. Und wir haben aber wirklich auch gehungert. Und dann gab es von der Schule aus, Schularzt und so weiter, Besichtigungen, wo Oberkörper frei machen. Da habe ich die Luft angehalten, dass die Rippen schön hervortraten. Und dann so, und dann kriegte ich irgendwie eine Stufe besser, also von der Verpflegung, von der Schulverpflegung hier. Schwedenspeisung? Also, Schulspeisung, ja. Ich glaube, es war nicht die Schwedenspeisung, das war noch wieder, aber es war jedenfalls eine Schulspeisung. Und ja, und ich bin nachts aufgestanden und habe aus der Speisekammer ein Stück Brot geklaut. Also haben schon Kohldampf im besten Sinne. Und meine Mutter hat immer die Suppen dann immer noch mit Wasser aufgefüllt, damit wir wenigstens ein Völlegefühl im Magen hatten. Natürlich spielten die eine große Rolle, die Lebensmittel kamen und man schenkte sich auch gegenseitig ein Stückchen Lebensmittelkarte. Das war ein Geburtstagsgeschenk, nicht? Und so. Also wir hatten in der Stube, was im Grunde genommen auch Wohnzimmer, alles zugleich war, hatten wir einen kleinen Kanonofen stehen und die übrig gebliebenen Tannen, die auf den Heiligen Geist wälzen, die zogen wir uns nachts in unseren Stall rein. Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume, ja. Und um damit zu heizen. Also es saß einer vor diesem Kanonofen und heizte mit diesen nassen Tannen. Der Ofen musste im Grunde genommen ständig wieder angezündet werden. So, und auf dem Ofen oben lagen 5, 6, 7 Mauersteine. Und immer der unterste, der heiß war, der wurde unter rausgenommen und unter die Füße gestellt, um warme Füße zu kriegen. Und der kalte wurde wieder oben drauf gelegt. Das war unsere Heizung. Eines Tages komme ich in den Keller, Mutter und Großmutter stehen da mit betrübelten Gesichtern. Da war noch so ein Häufchen Kohle im Winter. Was machen wir? So, ja, ich gehe Kohlen klauen. Du gehst Kohlen klauen? Meine, andere habe ich ja immer gesehen, dass die da nicht. Und so weiter. Meine Mutter, nein, aber dann komme ich mit. So, Mutter musste also mit. Und dann habe ich also da mit den anderen, war ein vereister Hang da runter und dann nachher den Zug geändert und dann Kohlen da eingesagt. Und dann höre ich mit mal, Klaus, Klaus, wer ruft denn da? Die ist wohl verrückt geworden, die Alte, Herzogspolizei auf den Hals. Und natürlich nichts gesagt. So, dann habe ich nachher die Kohlen dann oben, hat zu meiner Mutter gesagt, in meinen 15 Jahren, das war einmal und nicht wieder, du gehst nicht wieder mit, ich gehe alleine. So. Und ja, also da, auf diese Weise wurde man dann auch ein bisschen erwachsen. Und dann kam ich mal da an, da kommt so ein kleiner Pöks an und sagt, da unten gibt es Käse. Was gibt Käse? So, runter. Da hatten die dann Eisenbahnwagen aufgebrochen, Lebensmittelwagen. Und dann bin ich mit der Kiste Käse in meinen Zambel rein, komme stolz nach Hause und sage, heute gibt es keine Kohlen, heute gibt es Käse. Zack, hatte ich eine geschallert gekriegt von meiner Mutter. Hat sie später gesagt, es hat ihr in der Seele wehgetan. Aber das gibt es doch nicht. Ein Gymnasiast als Eisenbahnräuber, das konnte sie doch nicht zulassen. Aber der Käse hat geschmeckt, waren 48 harter Käse drin. Ich habe Hamsterfahrt mit meiner Mutter gemacht und erinnere mich sehr gut, dass in Schleswig-Holstein manche die Türen schon zuknallten, wenn sie unsere Rucksäcke vom Weiten sahen und andere wiederum sehr freundlich waren und wir also tatsächlich mit dem Brot oder mit irgendeiner Hamsterware glücklich nach Hause kamen. Wir saßen aber auf den Dächern von den Personenzügen, weil sie drin überfüllt waren, um unsere vollen Rucksäcke heil nach Hause zu bringen. Ich bin mal mit meinem Vater losgegondelt und hab mal eine Hamsterfahrt unterwegs gemacht. Da haben wir dann unterwegs bei den Bauern irgendwie was eingetrieben. Aber das war also viel zu aufwendig, viel zu umständlich. Das war auf dem schwarzen Markt viel besser zu machen. Man musste ja überleben und das war nicht so ganz einfach, denn zu fressen gab es nichts. Zu saufen ist noch weniger.
Also musste man den schwarzen Markt bevölkern. Und da muss ich sagen, habe ich ganz schnell Fuß gefasst. Ich habe geschoben wie ein Weltmeister. Der Krieg war überstanden und das war auch immer wieder das Stichwort. Wir haben es überlebt und warteten auf, ja, eine Zukunft, die wir vorher nicht mehr hatten.